Eine Ableitung W1 bis Wn heißt Linksableitung. Ja, wenn wir immer die am weitest links stehende Variable ersetzen und bei Rechtsableitung immer die am weitest rechts stehende Variable ersetzen. Das ist einfach auch nur sozusagen eine Regel, wie ich bei der Ableitung vorgehe. Ja, das hatten wir eben hier gemacht. Das kann ich hier jetzt gar nicht identifizieren. Ich gucke gerade noch auf das andere Beispiel, das wir eben hatten. Also einfach nur eine Konvention, dass ich halt, wenn ich so eine, wenn ich was ableite, dass ich immer ganz links anfange abzuleiten, beziehungsweise immer ganz rechts anfange abzuleiten.